Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es ein Unboxing und Review zu einer Docking Station für interne Festplatten. Viel Spaß damit! Kommen wir als allererstes mal zum Unboxing. Hier haben wir schon den Karton, in welchem es angekommen ist. Hier haben wir den Hersteller Inatec und das Ganze nennt sich USB 3.0 SATA Hard Drive Disk Docking Station. Hier haben wir noch mal ein paar Features stehen, zum Beispiel USB 3.0. Das Ganze ist dann natürlich noch abwärtskompatibel zu USB 2.0. Wir können maximal 4 Terabyte Festplatten benutzen und das ist benutzbar für 2,5 Zoll und 3,5 Zoll Hard Drive Disk oder normale SSDs. Hier haben wir dann nochmal ein paar Features stehen, wieder USB 3.0, dass es hotswap-fähig ist. Bedeutet ganz einfach, man kann die Festplatten im Betrieb ein- und ausstecken. Man braucht keine Driver und man hat eine hohe Qualität. An der Rückseite haben wir nochmal ein paar Spezifikationen und den Lieferumfang. Das zeige ich euch dann aber gleich nochmal. Hier haben wir dann ebenfalls nochmal ein paar Informationen. Das habe ich euch aber gerade eben schon gesagt. Ich würde sagen, ich mache die Packung ganz einfach mal kurz auf. Kann ich hier an der Oberseite aufmachen. Dann sollte mir das Ganze schon entgegenkommen. Als allererstes die Docking Station. Sehr leicht, wundert mich etwas. Das Ganze ist hier aus Plastik. Dann, so, das Ganze hat gerade etwas drin festgesteckt, tut mir leid. Hier haben wir nochmal so eine extra Box mit dabei. Hier haben wir einmal das USB 3.0 Kabel. Das eine kommt beim Gerät rein und das andere könnt ihr an euren Rechner anschließen. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Das Kabel ist relativ dick, lässt schon mal auf eine sehr gute Qualität schließen. Dann haben wir jetzt hier noch das Netzteil mit dabei. Kommt dann in die Steckdose. Das braucht natürlich noch extra Strom, kann man dann wahrscheinlich auch hinten anstecken. Und hier haben wir noch eine kleine Karte mit dabei, wo man Feedback geben kann. Und eine kleine Kurzanleitung vielleicht auch noch mit dabei. Nein, keine Kurzanleitung. Hier drin haben wir auch nichts. Finde ich etwas schade, dass wir keine Anleitung haben, aber das Ganze kann man natürlich auch ohne Anleitung verwenden, schätze ich mal. Und im Notfall kann man immer noch im Internet nachschauen. Das Ganze sieht jetzt so aus, wie gerade eben schon erwähnt, es ist ziemlich leicht und besteht aus Plastik. Hier oben nochmal der Hersteller, hier nochmal die Bezeichnung. So sieht es von unten aus, nochmal so kleine Standfüße drauf mit Gummi, dass es nicht so rumrutscht, aber ich merke schon, die sind wahrscheinlich etwas zu dünn, also es rutscht immer noch etwas herum. Auf der Rückseite dann ein On-Off-Switch, kann man ganz einfach drücken. Hier das, der USB 3.0 Port und hier der 12-Volt-Port zum Bepowern des Gerätes. Das kann ich jetzt einfach mal hier so reinstecken. Sollte eigentlich kinderleicht sein, die Installation, und eigentlich auch selbsterklärend. Ja, ich teste das Ganze jetzt mal mit meiner Festplatte und dann komme ich zum Review-Teil. Bis gleich! So, ich habe das Ganze jetzt einfach mal testen können. Ich zeige euch nochmal, wie die Installation funktioniert. Ich musste hier etwas umziehen, weil die Kabel von meinem Rechner nicht bis zu meinem Aufnahmetisch reichen. Das liegt aber nicht an der Kabellänge, sondern einfach, weil der Tisch zu weit entfernt ist. Ich habe das Ganze mal hier auf den Boden aufgestellt, dann zeige ich euch nochmal die Kabel, wie man die anschließen muss. Ganz einfach das USB 3.0 Kabel hier in diese Öffnung, kann man ganz einfach reinstecken, dann gibt es da keine Probleme, und das Stromkabel ebenfalls und noch in die Steckdose mit einstecken. Dann ganz einfach hier auf An- oder Ausmachen, je nachdem wie ihr das haben möchtet. Dann habe ich mal hier eine 3,5 Zoll Festplatte von Western Digital, so nennt sich die. Dann haben wir hier unten die SATA-Anschlüsse, die müsst ihr dann ganz einfach in diese Anschlüsse hier innen drin reinstecken. Vielleicht kann man sie in der Kamera gerade erkennen. Ich hoffe es auf jeden Fall mal. Also ganz einfach hier reinstecken. Das Ganze steckt jetzt momentan auch schon im PC. Dann stecke ich hier hinten nochmal auf an. Und dann wird auch schon sofort die blaue LED hier vorne angehen. Die sagt ganz einfach, dass die Festplatte jetzt gerade drin steckt. Und das Ganze wird dann vom PC auch schon sofort erkannt, so als ob ihr einen USB-Stick reinschicken würdet. Um nochmal zu diesem Hotswap zurückzukommen, das kann ich euch auch nochmal demonstrieren. Ich habe ja gerade eben die Variante gemacht, dass ich es hinten nochmal eingeschalten habe. Ich kann das Ganze jetzt aber auch hier einfach rausziehen und ich merke, die Festplatte dreht sich sogar noch. Das tut er wahrscheinlich nicht mal wirklich so gut, aber ich kann die jetzt hier einfach im laufenden Betrieb rein- und rausnehmen und die wird sofort wieder vom PC erkannt und man hört auch schon, die Festplatte fängt an sich aufzudrehen und wird dann wieder vom PC erkannt. Wie gesagt, ich komme einfach mal noch kurz zum Speedtest und zu meinem abschließenden Fazit. So, zum Demonstrieren mache ich die Festplatte nochmal kurz aus und schalte sie jetzt einfach nochmal an. Dann seht ihr, wie schnell das geht mit dem Verbinden, also bis der Rechner sie dann erkennt. Und dann zeige ich euch den Speedtest.
Also ich habe jetzt gerade eben eingeschaltet, die blaue LED leuchtet auch schon. Sie fängt schon an, sich zu drehen und jetzt sollte sie eigentlich auch jeden Moment erkannt werden. Hier haben wir dann schon lokaler Datenträger, wird die genannt. Wird dann ebenfalls auch hier im Arbeitsplatz erkannt mit der vollen Speicherkapazität, wie der auch gewohnt ist. Dann lasst ihr gerade mal den H2-Test W drüber laufen. Ich wähle hier mal das Ziel aus, das finde ich unter Computer und lokaler Datenträger F. Und ich teste das jetzt einfach mal mit 500 MB. So, der Test ist jetzt schon durch. Wir haben jetzt hier eine Schreibrate von 126 MB in der Sekunde und eine Leserate von 131 MB in der Sekunde. Die Werte sind eigentlich vollkommen in Ordnung. Man muss noch bedenken, ich habe hier nur 500 MB getestet. Mit etwas mehr wären die Werte wahrscheinlich deutlich höher gegangen. Auf jeden Fall sind die Werte vollkommen ausreichend für USB 3.0 und vollkommen ausreichend, falls man einfach mal eine alte Festplatte hat und man die einfach so quasi umbauen möchte. Ich kann das Teil euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Es hat einen sehr günstigen Preis. Könnt einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr einen Link zu Amazon, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Falls ihr keine weiteren Videos mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr unseren Kanal einfach kostenlos abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!